Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine Freitemennacht, heute wie immer donnerstags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050, faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Hülya. Hallo Hülya, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Wie geht es dir? Was quietscht denn da im Hintergrund? Die Tür. Die Tür. Genau. Die Tür. Keine Katze. Nein. Keine Katze mit Flöhen. Das hatten wir ja gestern. Mhm. Also, Hülya, um was geht's? Ich hatte auch gestern angerufen. Also, mein Thema ist, ich bin eine Scheinfrau. Eine Scheinfrau? Ja, es ist, also im Allgemeinen nennt sich das eine testikuläre Feminisierung. Ja. Das heißt, ich bin eigentlich eine ganz normale Frau. Ja. Also äußerlich, also äußerlich? Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich denken, bist du eine ganz normale junge Frau. Ja, also du würdest mir gar nichts ansehen. Ja. Das Problem ist bei mir, ich habe einen männlichen Chromosomensatz. Ah ja. Mhm. Und also dafür hatte ich männliche Gonaden gehabt. Männliche was? Gonaden. Gonaden. Mhm. Männliche Gonaden. Genau. Muss ich wissen, was das ist? Habe ich noch nie gehört. Das sind halt die Eierstöcke beim Mann. Die Eierstöcke beim Mann? Genau. Die nennt man Gonaden? Mhm. Die nennt man Gonaden. Also ich kenne die Hoden, aber ich kenne nicht die Gonaden. Egal. Also das ist irgendwas, was wir Männer haben. Genau, diese Eileiter, die Männer haben halt drin im Bauchraum. Ja. Und das produzierte Testosteron. Mhm. Also da wird es ja produziert hauptsächlich. Und aha. Das also, war halt der Fall bei mir. Ich hatte keine Gebärmutter, ja. Keine Eierstöcke. Ja. Halt dafür diese männlichen Gonaden und einen männlichen Chromosomensatz. Ja. Aber so wird man mir nichts ansehen, also gar nichts. Ja. Deine äußeren Geschlechtsmerkmale, sind die normal ausgeprägt, wie bei jeder normalen Frau? Ja, ja, ganz normal. Ich bin ja geistig und körperlich als eine Frau aufgewachsen. Also, ja. Wie hast du das denn dann überhaupt gemerkt, dass da irgendwas bei dir nicht stimmt? Das war so, also ich war 16, hatte immer noch nicht die Periode gehabt. Ja. Und daraufhin wurde ich halt skeptisch, wieso, weshalb, weil mit 16 sollte es mal schon bekommen. Und oh, die schlechte Leitung, Hülya. Da sind immer so kleine Unterbrechungen. Also mit 16 ist die Periode ausgeblieben. Genau. Ja. Und daraufhin bin ich halt zum Arzt. Ja. Die haben mich dann weiter halt so an speziellen Kliniken und so hingeschickt. Mhm. Und da hat man halt Blutungs abgenommen. Ja. Da kam schon mal als erstes, also männlicher Chromosomensatz, das passt ja nicht, ja. Geht ja nicht. Ja. Und daraufhin hat man das dann halt festgestellt bei mir. Ich weiß von diesem Phänomen, grob, weiß, dass einige Menschen davon betroffen sind. Mhm. Ich weiß nicht, was das jetzt für dein Leben bedeutet. Kannst du, willst du ganz normal so als Frau weiterleben? Ja, bin ich ja auch. Also ja. Das war ja auch ein großer Schock für mich, weil du wächst als eine Frau auf und ja. Dann kommt sowas raus. Also ganz unerwartet. Aber du kannst keine Kinder kriegen? Nee, ich kann keine Kinder kriegen. Ja. Danach, also ich habe diese Gonaden entfernen lassen, mhm. Vor 2-3 Jahren. Mhm. Und danach fing das eigentlich an. Also Was fing da an? Mein Körper hat den Gleichgewicht verloren. Ach so. Weil irgendwann war das da weg. Also ach so, das müssen wir jetzt mal klären. Also vorher war alles irgendwie im Lot. Dann hast du diesen männlichen Bestandteil in dir herausoperieren lassen, diese sogenannten Gonaden, die männlichen Hormone produziert haben. Genau. Und seitdem die raus sind, ist irgendwie alles durcheinander bei dir. Genau, weil diese künstlichen Hormone nehme ich nicht an. Also der Körper nimmt das nicht an. Ja. Daraufhin Haarausfall, Schlafstörungen. Warum, lass mich fragen, warum hast du die Gonaden herausoperieren lassen? Die haben sich also entartet. Also sehr hohes Krebsrisiko hatte ich gehabt. Ach so, das heißt, wenn die drin liegen, weil der Körper das abgestoßen hat. Ah ja. Mhm. Jetzt sagst du, nachdem ist jetzt alles durcheinander. Was bedeutet das? Wie macht sich das bemerkbar, dass alles durcheinander ist? Also die Ärzte sagen, ich bin jetzt in den Wechseljahren. Also so wie eine ganz normale Frau zwar. Ja. Das sind halt Hitzewallungen, Konzentrationsschwäche, ach so, Schlafstörungen. Da sagen wir nochmal, du bist erst 19 Jahre. Mhm. Aber da ist jetzt so ein Phänomen, ein körperliches Phänomen bei dir eingetreten, als wärst du schon in den Wechseljahren. Genau. Ja.
Das heißt, du fühlst dich nicht sehr gut im Moment? Nee, also gar nicht. Mhm. Weil mein Körper hat ja jetzt absolut fast gar keine Hormone. Ja, und die künstlichen, die man in solchen Fällen verabreicht, die nimmt dein Körper nicht an? Nee, die nimmt er gar nicht an. Macht sich das äußerlich jetzt auch irgendwie bemerkbar, dass du irgendwie dicker wirst oder dünner? Nee, dicker nicht, sondern Haarausfall war sehr stark. Haarausfall, mhm. Und plötzliche Behaarung, obwohl ich nichts hatte. Also ich hatte absolut gar keine Körperbehaarung. Ja, wo kriegst du die plötzliche Behaarung? Im Gesicht, an den Armen. In den Füßen jetzt irgendwie. Zwar geht das jetzt so langsam weg. Obwohl die männlichen Hormone weg sind, kriegst du die Behaarung im Gesicht. Genau. Ja. Weil die Niere und so soll ja auch, die Niere und die Leber, glaube ich, soll ja auch irgendwie Testosteron produzieren, bei jeder Frau auch. Und da das da jetzt bei mir weg ist, also dieses, was in der Niere da produziert wird, das macht sich dann bemerkbar natürlich. Hast du denn eine Hoffnung, dass sich das doch irgendwie jetzt nach einer gewissen Zeit wieder einpendelt? Oder musst du jetzt mit diesen Wallungen quasi lebenslang mit Wechseljahrgefühlen leben? Also ich muss lebenslänglich nehmen. Was musst du Tabletten, also lebenslänglich jetzt. Ja, circa 8 Tabletten nehme ich am Tag. Ja. Zwar weiß ich nicht, wie ich so weiterleben kann, also wie lange das die Leber mitmacht, aber... Also war das schon, unser Thema war ja gestern erschütternde Entdeckungen. War das natürlich wirklich eine ganz erschütternde Sache, die man dir da erzählt hat damals. Das ist ja so eine Identifikation. Also man fragt sich plötzlich, was bin ich? Ja, jetzt? Natürlich, ja. Ich mein, das wollte ich dich gerade noch fragen, Julia. Man darf das aber jetzt nicht verwechseln mit einem transsexuellen Menschen. Nee, gar nicht. Du fühlst dich schon durch und durch als Frau. Ja, das war ja das Schockierende für mich. Ja, das hätte ich mir nie träumen lassen oder so. Weil... ich bin als wirklich eine Frau aufgewachsen, habe irgendwie nie eine Zuneigung gegenüber Frauen oder so gehabt. Ja. Wie ist das denn jetzt, nachdem da so hormonell wirklich alles durcheinander ist bei dir, zum Thema Sexualität? Hast du sexuelle Bedürfnisse oder liegt das auch alles brach? Nee, Bedürfnisse habe ich schon, nur Sex kann ich im Moment nicht haben. Warum? Weil dieser Scheideneingang, die ist sehr kurz bei mir, knapp 3 Zentimeter oder so. Also ein Mann könnte jetzt sich in mich eindringen. Ach so, ich habe gerade gefragt, die körperlichen Merkmale sind alle normal, aber das ist dann ja nicht so ganz normal, ne? Also innerlich, die Scheide innerlich. Ist ja da. Ja, klar, ja. Mhm. Das heißt, du könntest gar keinen normalen Geschlechtsverkehr erleben. Geht nicht. Doch, muss operativ verlängert werden. Das ist eine ganz kleine OP. Ach so. Da wird halt mit Kügelchen und mit so einem Faden am Bauchnabel befestigt und dann wird es halt innerlich verlängert. Ja. Das war eine schmerzhafte OP, aber... Das heißt, du hast doch noch gar keine sexuellen Erfahrungen gemacht? Nee, das nicht. Ja. Geht ja nicht. Ja. Hast du mit dir denn schon sexuelle Erfahrungen gemacht oder hast du da auch bist du zurückgeschreckt bislang? Nee, das auch nicht. Also, weil in dieser ganzen Durcheinander, also da denkst du gar nicht dran. Ja, klar, verstehe. Also ich komme jetzt so langsam wieder damit wirklich klar. Planst du denn diese Operation bald durchführen zu lassen? Ja. Also habe ich vor, wirklich, weil ich will das endlich hinter mich bringen, weil ich so einfach nicht mehr weiterleben will. Also immer dieses, das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden, also das will ich nicht. Wobei, hast du Hemmungen oder ist dir das eine unangenehme Vorstellung, irgendwann, wenn du dann mal einen Freund hast, dem das auch so zu erklären? Hier, pass auf, bei mir ist das irgendwie ein bisschen anders, ich habe die Chromosomensätze sind falsch und ich werde auch nie ein Kind kriegen können. Ja, das ist natürlich das größte Problem. Also ich habe mich richtig zurückgezogen, obwohl, ich meine, ich habe sehr viele Verehrer oder wie man es nennen mag, nur ich ziehe mich halt automatisch zurück, weil ich weiß nicht, wie ich das dieser Person erklären kann oder ob ich eben dieser Person das zutrauen kann. Also diese Last von mir mittragen zu können. Und also ich finde auch, dass du am Anfang gar nicht mit wehenden Fahnen da durch die Welt laufen musst und sagst, ich bin so und so und ich kann dieses nicht mehr. Bring dich erstmal selbst, so wie du es für richtig hältst, so in Ordnung. Durch die Medikamente, die du verträgst und durch die kleine OP, die ansteht. Und da würde ich mich an deiner Stelle einfach mal ins Leben stürzen. Du musst es ja nicht gleich allen auf die Nase binden, du lieber Himmel nochmal. Also, nee, so sieht man mir ja auch nichts an. Das ist ja das Eben, ja, umso daran. Praktischer. Also das wird mir keiner glauben. Ja. Und ich weiß nicht, also wie ich es angehen soll, aber irgendwie Partnerschaft. Ehrlichkeit, also das gehört ja dazu. Klar, das kann man natürlich auch, wenn sich dann etwas ergeben hat und wenn eine Liebesbeziehung entstanden ist, kann und sollte man das natürlich dann auch sagen. Aber eins nach dem anderen jetzt. Mhm. Ich wünsche dir Erfolg für die Operation.
Dankeschön. Und ich wünsche dir auch sehr von Herzen, dass es vielleicht doch irgendwie mit der Hormonbehandlung funktioniert, dass dein Körper es annimmt. Auf jeden Fall, dass du irgendwie in dein Gleichgewicht wiederkommst. Wünsche ich dir von ganzem Herzen, Julia. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800, ihr Lieben. Das ist die Telefonnummer, kostenfrei für euch. 220 5050. Wen haben wir jetzt hier? Richard ist da. Richard ist 57. Stimmt das? Richard, ja. Ich bin 57. Ja, guten Morgen. Und ich habe ein paar Riesenprobleme. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet. Ja. Vor 4 Jahren ging meine Frau mal fremd. Sie hat mir dann aber gesagt, sie hätte den Kontakt komplett abgebrochen. Und durch einen Zufall habe ich heute rausgekriegt, dass sie weiterhin voll mit ihm geht. Also dass in der Zeit, wo sie angeblich nebenher arbeitet, sich mit ihm trifft. Und das geht jetzt seit 4 Jahren so? Ja. Mehr oder weniger? Und das Schlimme ist, im Januar hat man bei mir einen Blasenkrebs festgestellt. Ich bin jetzt schon 3-mal operiert worden. Und heute war ich wieder in der Klinik. Und heute hat man mir das pathologische Ergebnis gesagt. Und hat gesagt, dass ich nochmal eine OP brauche, wo man die Blase komplett rausnimmt, einschließlich der Prostata. Das heißt, ich habe nachher auch keine Möglichkeit mehr für eine Erektion oder sonst irgendwas. Und das heißt, das Tumorwachstum ist so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr die Blase operieren kann, sondern dass die ganze Blase rausgenommen werden muss. Ja. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Hast du dieses für dich sehr traurige Ergebnis deiner Frau schon erzählt? Sie war mit dabei. Sie war mit dabei. Sag mal, Richard, jetzt sag mir nochmal, wie genau du das rausbekommen hast, dass sie da immer noch seit vier Jahren mit dem Kontakt hat, mit ihrem Geliebten. Ich saß vorhin am PC, sie war nicht da. Ja. Und habe einfach eine Liste ergänzt, gerade die Krankenhausliste. Und da hat neben mir ihr Handy gepiepst. Und da habe ich reingeschaut. Und da war eine SMS drin, wo er sich vielmals bedankt für die tolle Nacht und für die tollen Stunden, die sie mit ihm verbringt. Wo in der angeblichen Arbeitszeit in Anführungsstriche geschrieben. Hast du ihr das schon gesagt, dass du es entdeckt hast? Nee, sie ist noch nicht da. Sie ist noch nicht da. Das haut einen um. Das haut einen doppelt um. Einmal die schwere Diagnose und dann das auch noch. Von der eigenen Frau so betrogen zu werden, seit 4 Jahren. Ja. Hast du das in den letzten 4 Jahren irgendwie gemerkt, dass da doch was nicht stimmt? Ich wollte es nicht merken. Also man hat es so verdrängt. Da war schon irgendwas nicht so in Ordnung, aber du hast es weggeschoben. Sie hat immer wieder so Ausreden gebraucht, wo sie für irgendwas Zeit brauchte. Und ich wollte es aber gar nicht wissen. Wie war denn eure Sexualität in den letzten Jahren? Hat die überhaupt stattgefunden? Sie war eingeschränkt in der letzten Zeit. Also in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal so. Ja. Aber das kam, habe ich eben darauf geschoben, dass sie eben, dass der Krebs jetzt entdeckt worden ist und dass eben da vorher schon die Anzeichen davor waren. Ja. Wie lange genau leidest du jetzt an der Erkrankung? Das kann ich nicht genau sagen. Ja. Ich habe es dadurch gemerkt, dass ich Blut im Urin hatte. Und dann haben sie festgestellt, dass sie eine Niere komplett abgeklemmt ist und nur noch 9% Leistung hat. Und die haben sie dann wieder halbwegs gangbar gemacht, sonst hätten sie die rausnehmen müssen. Und das waren die ersten 3 OPs, die ich ja schon von Januar bis jetzt hatte. Ja. Deine Frau war heute dabei, als das gesagt worden ist. Wie hat sie das aufgenommen? Wie habt ihr hinterher darüber gesprochen? Was hat sie gesagt? Sie hat mir gesagt, oh, das Thema durch. Und irgendwie das Merkwürdige ist, wir haben eigentlich eine ganz liebevolle Art, miteinander umzugehen. Und das heißt, eigentlich ist, abgesehen jetzt von dem großen Schatten, der da auf euch liegt, eigentlich ist das Zusammenleben harmonisch. Eigentlich ist Zusammenleben harmonisch. Ja. Habt ihr Kinder?
wir haben einen Sohn, einen großen, der schon zwei Enkel hat. Und wohnen aber leider zu weit weg, als dass wir sie öfter sehen. Als sie das heute gesagt hat, das ist ja ein schöner Satz, wenn das der Partner sagt, hier, das schaffen wir schon, da stehen wir durch. Hast du ihr das so richtig geglaubt, dass das von Herzen kam oder war das eher so eine Floskel? Nee, das habe ich ihr geglaubt und ich glaube es ja auch noch. Ja. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei ihr eine Trennung innerlich stattfindet oder stattgefunden hat zwischen mir, ihrem Ehemann seit 27 Jahren und diesem, ich sage mal, Liebhaber. Eine Trennung stattgefunden? Der ist verheiratet, der hat zwei Kinder selber. Ja, wie meinst du, dass eine Trennung stattgefunden hat? Also, dass für sie zwei Welten sind? Dass für sie zwei Welten sind. Sie liebt mich und sie möchte bei mir bleiben und alles, aber er gibt ihr den Sex. Das ist so irgendwie, ich bin der Dauertrottel, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, der versorgt, der dafür sorgt, dass sie zu essen hat, eine Wohnung hat, Kleider hat und er ist derjenige, der am Wochenende für sie ihr den Spaß bringt. So, das sind natürlich jetzt alle Spekulationen, da ihr kein Mal in der letzten Zeit offen darüber geredet habt und jetzt auch gar keine Möglichkeit bestanden hat. Nee. Jetzt lass mich erstmal was zu deiner Diagnose sagen. Das ist natürlich eine Hammerdiagnose, wenn man das hört, die Blase wird so rausgenommen werden, auch die Prostata. Soweit ich aber informiert bin, ist das natürlich, bedeutet das deine Lebensrettung. Oder du hast große Chancen dadurch, von dem Krebs befreit zu werden. Ja, aber ich weiß nicht, für was. Ja. Ja. Und es besteht, ich weiß, das ist natürlich sehr beschwerlich hinterher, wenn man da mit einem künstlichen Ausgang und wie auch immer man das löst bei dir, aber es besteht durchaus die Hoffnung und die Chance, dass du ein relativ normales Leben wirst führen können. So, das sage ich jetzt erstmal so. Ich habe das sehr ernst genommen, dass du gerade gesagt hast, wofür. Jetzt kommt natürlich die Geschichte mit deiner Frau dazu. Rein technisch sehe ich auch kein Problem. Und von Nerven her wäre es auch kein Problem. Jetzt lass mich mal weiterreden, Richard. Ich finde ganz, ganz, ganz wichtig, da du ja nur im Nebel herumstocherst, was ist mit der Frau, was für Gefühle hat die für mich, was bin ich für die und so weiter, dass du wirklich ganz schleunigst, morgen oder wenn sie heute Nacht nach Hause kommt, ich weiß nicht, wann sie kommt, dass du das Gespräch suchst. Denn deine Situation ist schon belastet genug durch deine Krankheit. Da muss jetzt eine Klärung in der Familie, in der Partnerschaft stattfinden. Und wir wissen ja gar nicht, was das jetzt auch bei ihr wiederum ausgelöst hat, die Diagnose, wie tief ihre Gefühle für dich sind. Wenn du sagst, sie hat das ernst gemeint, das stehen wir zusammen durch, ist das ja schon eine schöne Aussage und zeugt auch von einem tiefen Gefühl für einen Menschen. Dass du jetzt erstmal niedergeschlagen bist und auch den Kopf hängen lässt, ist völlig normal, würden wir wahrscheinlich alle so reagieren. Aber halt dir mal vor Augen, dass es heute auch wirklich alles, heute hast du es aber auch ganz dicke abgekriegt. Heute hast du es ganz dicke abgekriegt. Und dass du dann so reagierst, ist auch völlig normal. Und wenn du jetzt mit deiner Frau gesprochen hast, vielleicht sieht dann die Welt schon ganz anders aus. Ich weiß nicht. Denn ich kann dir jetzt schon sagen, was sie darauf antwortet. Sie sagt, sie liebt mich über alles, aber sie kann von dem anderen die Finger nicht lassen. Hat sie das damals auch so gesagt? Nee, damals hat sie mir hoch und heilig versprochen, dass es endgültig aus ist. Woher weißt du denn, dass sie so antworten wird? Das vermute ich. Ich kenne sie. Ja. Ich kenne sie seit 27 Jahren. Gut, aber so einen Fall gab es doch auch noch nie. Nee, gab es nicht. Vielleicht wird sie dir ja was ganz anderes sagen. Scheiße. Alles über das scheiß Internet. Hat sie ihn kennengelernt? Ja. Und dadurch kam ich als erstes Mal drauf, weil sie was abgespeichert hatte von ihm und ich habe es durch einen Zufall gefunden. Also lass uns da nicht spekulieren. Da muss jetzt gesprochen werden. Wann kommt sie nach Hause? Ich weiß nicht, vielleicht in einer halben Stunde. Ja. Und wo sie herkommt, weiß ich auch nicht. Dann würde ich jetzt, wenn ich an deiner Stelle wäre, du bist so aufgewühlt und so angeschlagen, ich würde das auch heute Nacht noch ansprechen, das Thema. So. Aber ich weiß nicht, für was ich überhaupt noch leben soll.
Und deswegen, warum soll ich mich nochmal plagen lassen? Warum soll ich mich nochmal operieren lassen? Weil du vielleicht dann hinterher, oder die Chancen sind durchaus gegeben, ohne eine Krankheit wirst leben können. Dauererkrankung sowieso seit Geburt. Mhm. Ich bin von der Dauererkrankung her schon x-mal operiert worden. Mhm. Was gibt es denn im Leben, Richard, was du gerne hast und was du schön findest? Mein Job. Was machst du? Ich bin Bauleiter, aber seit anderthalb Jahren arbeitslos. Ja. Und wie es für einen 57-jährigen Bauleiter aussieht, ist... Ja. Gehen wir mal über den Job hinaus. Kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gehen wir mal über den Job hinaus. Was magst du sonst noch sehr gerne im Leben, auf der Welt? Mein Enkel. Deine Enkel. Schon ein Grund. Mein Sohn und meine Enkel. Ja. Guck mal, aber ganz deftige Gründe, am Leben zu bleiben. Für die Enkel da zu sein, sich an den Enkeln zu freuen, sich auch am Sohn zu freuen. Und die möchten ihren Opa auch noch nicht, der erst 57 Jahre alt ist, jetzt schon verlieren, nur weil der Opa sagt, ich hab keine Lust mehr. Hast ja eigentlich recht. Das tut weh. So weh. Ja. Pass mal auf, Richard. Ich merke ja wirklich, dass es dir so elendig geht. Wir brechen das mal hier in der Öffentlichkeit ab. Das muss ja nicht sein. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, sofort. Und da wirst du dich mit meiner sehr netten Kollegin und Psychologin Heide weiter unterhalten. Mhm. Und ich wünsche dir für das Gespräch mit deiner Frau, was dann vielleicht heute Nacht noch stattfindet, alles Gute. Danke. Und hab das mal so im Kopf, dass es auch schon noch schöne Dinge gibt, auch für dich. Es gibt die Enkel, es gibt den Sohn. Es gibt vielleicht noch... Schönen Dank auch für deine Sendung. Ja. Das gibt es, schade, dass es so spät kommt. Ja. Denn normale Leute, die arbeiten müssen, die können sie nicht sehen. Mhm. Legst du bitte auf, Richard, und wir rufen dich sofort wieder an. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051. Und hier ist Klaus, und Klaus ist 29. Hallo. Hallo. Hallo, Klaus. Um was geht's bei dir? Erstmal möchte ich dir und dein Team ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Ist super, die Sendung. Vielen Dank. Ich höre auch jede Nacht, wenn ich mit dem LKW unterwegs bin. Aha, ein Brummifahrer. Ja. Ja. Und was ja, ist ich habe sozusagen Schichtarbeit. Entweder fange ich nachts um eins an und höre mittags um eins auf oder mittags um eins bis nachts um eins. Immer 12 Stunden Schicht. Ah ja, verstehe. Und bist jetzt im Moment in der Freizeit oder auf Arbeit? Am Arbeiten. Am Arbeiten. Mhm. Ja. Ja. So, jetzt zum Thema. Ja, und zwar bin ich, wenn ich nachts aufhöre, bin ich schon ab und zu im Saunaclub reingegangen. Nach der Arbeit? Ja. Saunaclub, sagen wir mal in Puff. Ja, ne? Sozusagen, ja. Klingt immer so schick, ich bin in den Saunaclub gegangen. Nein, es war anders. Ja? Ja, ich habe da eine kennengelernt, die hat, weiß ich nicht, innere Werte, also bei der, die ist einfach super, die Frau. Mhm. Und der habe ich mich auch verknallt. Mhm. Nur habe ich das Problem, ich bin verheiratet und habe eine Tochter, ja, die letztes Jahr am 17. Januar geboren wurde. Ja. Und... Wie lange bist du verheiratet schon? Seit letztes Jahr, 9.9. Aber vorher schon mit ihr 4 Jahre zusammen. 4 Jahre. Mhm. Wie lange läuft das jetzt mit der Prostituierten? Es ist eine Prostituierte, ne? Kann man sagen. Ja, ja, kann man so sagen. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon? Seit Februar. 2004. Ich gehe regelmäßig in den Club rein, aber ich gehe nicht jedes Mal mit ihr ins Zimmer. Hast du dich mit der Frau schon mal privat getroffen oder ist das immer quasi dienstlich? Ja, sie hat mir schon angeboten, ich soll mal bei ihr privat vorbeikommen. Mhm. Nur, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mhm. Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dass du das gemacht hast, dass du in diesen Saunaclub gegangen bist? Bist du zu Hause in der Ehe nicht so ganz zufrieden, vor allen Dingen auch was die Sexualität angeht? Ja, das ist
Beschreib das mal ein bisschen näher. Läuft da gar nichts mehr zu Hause? Doch, schon, aber es läuft, sagen wir mal, regelmäßig, aber nicht gerade. 0815. Ja, genau. Ja. Wie ist die Ehe sonst? Die Ehe sonst ist super. Super? Ja. Super. Es fehlt ja eigentlich nur so der sexuelle Kick. Genau. Ja. Hast du den Eindruck, dass deiner Frau das genauso geht, dass die das auch eher langweilig findet und ihr beide schweigt einfach so drüber? Nein, ich habe schon versucht, mit ihr darüber zu reden, aber dann fängt sie sofort an abzublocken. Das heißt, sie ist damit zufrieden, oder wie? Ja, mehr oder weniger, ja. Auf jeden Fall will sie nicht drüber sprechen. Sie spricht mit mir nicht drüber. Lass uns auf die Prostituierte kommen. Das fing jetzt mit Sex an. Die hat dir äußerlich gefallen, die hast du gebucht und bezahlt und bist öfters mit ihr zusammengekommen. Hast du dich überhaupt schon oft oder auch länger dann mit ihr unterhalten? Die Mädels sind doch dann oft unter Zeitdruck und können gar nicht groß quatschen, sondern die wollen ihre Geschichte machen und das war's dann. Nee, sie hat schon dreiviertel Stunde hat sie schon mit mir alleine nur oben gesessen, dann haben wir über alles gequatscht. Ja, es ist natürlich sehr richtig, was du sagst, wenn du dich jetzt noch weiter darauf einlässt. Es ist ja noch alles sehr frisch. Das fing erst im Februar an, sagst du. Ja. Es ist ja alles noch sehr, sehr, sehr frisch. Und wahrscheinlich auch erst in den letzten Wochen hat sich so ein... Wie viel Mal warst du bei ihr inzwischen schon? 10, 12 Mal bestimmt. Gut, es hat sich das vielleicht in den letzten Malen erst ergeben, dass es vielleicht auch so seelisch ein bisschen näher wurde. Ja. Du gefährdest natürlich jetzt eklatant deine Ehe, das ist klar. Ja, sie sagte so, sie möchte das doch, eine Zeit braucht sie, aber sie möchte das doch gerne auf privater Basis aufbauen. Die Prostituierte? Ja. Darum geht's ja. Obwohl wahrscheinlich auch nur wegen dem Geld, ne? Eben, also da wollen wir jetzt erstmal gar nicht spekulieren, was da bei ihr hintersteckt. Ob da wirklich ein wirkliches Interesse ist an dir, an deiner Person, abgesehen von ihrem Job. Oder ob sich da doch einiges vermischt, ihre Jobinteressen und, also da, das weiß man nicht. Lass uns aber über dich reden, das ist ja viel wichtiger. Du gefährdest durch diese Geschichte deine Ehe. Vielleicht bist du auch anfällig, dich zu verknallen in eine Frau, weil du zu Hause unzufrieden bist, zumindest was die Sexualität anbelangt. Ja. Na, vielleicht. So, ich finde ja immer, dass man das Pferd von der richtigen Seite aufzäumen sollte, nämlich dass du und ihr alles unternehmen solltet, dass ihr erstmal eure Ehe irgendwie auf die Reihe bekriegt oder wieder, dass da Schwung reinkommt in die Ehe. Jetzt sagst du, die Frau redet nicht gerne und will nicht reden. Nee, darüber nicht. Hast du ihr das denn, ich meine, ich merke ja, dass du eher ein zurückhaltender Mann bist, so was das Erzählen anbelangt. Hast du ihr das so richtig klar gemacht, dass du unzufrieden bist sexuell? So richtig? Ja, habe ich ihr klar gemacht. Ja? Ja. So. Aber letztes Mal, wo wir darüber gesprochen haben, da atmete das im Streit aus und dann bin ich abgehauen. Dann bin ich zu meiner Schwester gegangen, habe Kaffee getrunken, habe mit ihr darüber gesprochen und. Ja. Ist deine vielleicht Frau. Vielleicht ist es auch weil sie so schlechte Erfahrungen hat. Deine Frau mit anderen Männern, die dann irgendwie... Ja, sie als kleines Kind. Ja, ach so, sie ist sexuell missbraucht worden. Ja, von ihrem eigenen Cousin mit 6. Ja. Und das lief über 1,5 bis 2 Jahre. War denn eure Sexualität früher, war die entspannter und für dich befriedigender? Ja, am Anfang würde ich sagen, ja. Aber schon viele Jahre nicht mehr so doll. Ja, da sagen wir mal, das erste Jahr, Liebe wird richtig bombig. Aber und heute, da muss man auf Deutsch gesagt, bitte machen. Ja. Also das ist natürlich kein Zustand. Es ist kein Zustand, dass ein Partner bei dem anderen um Sex betteln muss. Das hat nie eine lange Zukunft mehr vor sich. Ja. Das ist für denjenigen, der bettelt, sehr demütigend und zeigt einfach, dass eine ganze Menge nicht in Ordnung ist in der Beziehung. Weißt du, was ich genial fände, was ich optimal fände, wenn du sie dazu bewegen könntest, wenn ihr beiden zu einer Eheberatung gehen würdet? Ja, da glaube ich nicht, dass sie mitmacht. Weißt du, ich glaube, dass das nur mit von außen in einigermaßen irgendwie gelöst werden kann oder dass da ein bisschen Licht ins Dunkel kommt.
Wenn du ihr sagst, dass wenn du das nochmal formulierst und wenn du sagst, du hast Angst um die Ehe, du hast Angst, dass du irgendwann ausscherst, du musst ihr ja nicht die Wahrheit sagen. Du kannst es ja nur mal andeuten, dass du Angst, dass du irgendwie vielleicht irgendwann mal in die Versuchung kommst, fremd zu gehen. Ja, für sie ist die Beziehung und Ehe in Ordnung. Ja, aber für dich nicht. Deswegen musst du ihr klar machen, dass sie für dich nicht in Ordnung ist. Und das musst du ihr so klar machen, dass die wirklich merkt, wie ernsthaft gefährdet alles ist. Vielleicht hat sie dann eine Motivation auch, vielleicht will sie dann auch und sagt, okay, ich komme mit, wir machen das mal, wir versuchen das mal, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, sicher. Klaus, und wenn sie nicht mitgeht, dann mach es alleine. Du hast ja hier auch jetzt angerufen alleine. Dann geh alleine zu so einer Beratungsstelle. Das ist auf jeden Fall, bringt immer mehr, als nichts zu machen. Und wenn du da auf jemanden stößt, der dir dummes Zeug labert, ja, dann gehst du wieder. Ist ja auch egal. Man hat ja nichts zu verlieren dabei. Nee, das ist klar. Ich sage dir nur, ich gebe dir recht, so kann es nicht weitergehen. Ich gebe dir auf der einen Seite recht, so kann es in der Ehe nicht weitergehen. Ja, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn er rauskommt, ist es für sie auch ein ganz dicker Schmerz. Ja, und du stehst doof da. Deswegen musst du erst mit allen Mitteln versuchen, die Ehe in Gang zu bringen wieder. Und wenn das wirklich definitiv nicht geht, dann hast du für dich auch deinen Freifahrtschein zu sagen, okay, dann gehe ich halt raus und suche mir irgendeine andere Frau. Aber wenn du das auch, herzensmäßig auf die Reihe kriegst, fahr das runter mit der Prostituierten. Ja, die hat... Die ist sowieso was Besonderes. Weiß ich nicht, die ganzen inneren Werte. Ja, das ist nicht nur das Bett, aber das, ja, aber du das weißt Aussehen doch, und vor allem das Reden mit ihr. Ja, aber du weißt alles nicht, was da auch gespielt ist und die will dich als Kunden auch warm halten und so. Wäre ich vorsichtig. Also, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren, weiß Gott nicht, aber ich wäre vorsichtig. So, jetzt werde ich dir noch, das heißt, wir werden dir noch eine Kontaktanschrift von einer Eheberatung in deiner Gegend geben. Mhm. Dann hast du die schon mal in der Hand. Und dann kannst du überlegen, wie du das machst. Auf jeden Fall würde ich ganz klar und ganz hart nochmal mit deiner Frau reden an deiner Stelle. Also ihr fehlt es nicht. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also normalerweise fehlt es Menschen ja. Ja, aber wichtig ist... Aber bei der, das ist... Sie kann 6 Wochen ganz ohne. Ja, und sie muss einfach kapieren, dass es dir fehlt und dass dadurch die Beziehung gefährdet ist. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja, super. Alles Gute, Klaus. Ja, danke. Tschüss. Mach weiter so. Jo, tschüss. Tschüss. Ingrid, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ingrid. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe eine schreckliche Entdeckung vorige Woche Dienstag gemacht. Mhm. Ich habe meinen Mann bewusstlos im Badezimmer gefunden. Mhm. Der hat einen Herzinfarkt gehabt. Du warst in der Wohnung? Ich war nur kurz weg. Ich war nur 10 Minuten einkaufen, was besorgen. Ja, ja. Weil ich habe ja alles hier vor die Türe, ich brauche ja nicht lange. Mhm. Und ich bin noch selbst fix und fertig. Kommst nach Hause, gehst ins Badezimmer, ich komme nach Hause, wo ich aus dem Haus bin, lag er noch im Bett. Mhm. Und wir haben uns noch ganz normal unterhalten. Ja. Und da hat er nur zu mir gesagt, sei bitte vorsichtig, Schatz, denk dran, ich liebe dich. Ach, sei bitte vorsichtig, Schatz, was meint er damit? Der sagt das immer, wenn ich irgendwie was bis einkaufen, der sagt immer, sei bitte vorsichtig, Schatz, ich liebe dich. Mhm. Weil wir waren erst seit 16 Monaten verheiratet. Ja, wie alt ist er? Auch 45. 45, ja. So, jetzt kamst du zurück. Dann kam ich zurück, ich habe im Schlafzimmer geguckt, war nicht. Ich habe überall gerufen, war nichts. Mhm. Da habe ich durch Zufall irgendwie Instinkt gehabt, bin ich ins Badezimmer gegangen, da habe ich ihn bewusstlos zwischen Toilette bewusstlos liegen gesehen. Ja, da war schon der Schock. Das war der größte Schock meines Lebens. Was hast du gemacht? Ich habe erst mal gefühlt, war auch noch kaum Puls da, war auch kaum Atmung da. Mhm. Dann bin ich sofort zum Telefon gerannt, habe einen Notarzt gerufen. Mhm. Und der Notarzt kam, die mussten 20 Minuten, mussten sie eben wieder beleben, mhm, bis er einigermaßen stabil war. Mhm. Und jetzt hat sich eigentlich, dann ging es eigentlich auch langsam bergauf. Er war, liegt im Koma, mhm, ist auch bis jetzt nicht mehr aufgewacht. Und gestern habe ich dann die Nachricht gekriegt, dass es bergab geht, weil der Körper hat jetzt auf einmal Keime und hat hohes Fieber. Mhm. Und die Ärzte geben bis gar keine Hoffnung mehr. Also das Ganze ist am Dienstag in dieser Woche passiert. Letzte Woche am 13.14. Letzte Woche Dienstag. Mhm. Ja. Und er ist seitdem nicht mehr aus dem Koma aufgewacht? Nein, seitdem nicht mehr. Und das steht ihm also sehr schlecht um ihn. Es ist sehr schlecht. Ja.
ich bin fix und fertig. Das glaube ich. Das glaube ich. Wo ihr dann auch gerade erst 16 Monate, sagst du, verheiratet ja. seid. Hm. Wie lange kennst du ihn? Wir kennen uns ja eigentlich seit 2002. Hm. Hatte er denn, war er herzkrank? Nein, gar nichts. Gar nichts. War eigentlich ein kerngesunder Mann. Ja, kerngesunder Mann. Hm. Wir haben uns auch über alles geliebt. Ich meine, das war meine zweite Ehe. Mhm. Ich bin auch seine zweite Ehe und wir haben uns über alles geliebt. Wir haben die gleichen Hobbys gehabt, ja. alles. Ja. Gehst du jetzt, warst du, ich vermute schon, du warst jeden Tag jetzt im Krankenhaus. Ich bin jeden Tag im Krankenhaus. Mhm. Ich bin morgens im Krankenhaus auf Intensivstation von 10 bis um 12 und dann bin ich von 3 bis um 7 abends im Krankenhaus. Mhm. Und sitzt bei ihm, streichelst ihn? Ich sitze bei ihm, red mit ihm, halt seine Hand. Ja. Der ganz aktuelle Stand ist so heute, du warst heute auch da. Ja. Also es geht definitiv bergab nach Aussagen. Ja, Ausreden der Ärzte. Und die haben gesagt, jetzt müsste der Körper nur noch mit die Keime, die er im Körper hat, irgendwie so Bakterien, weil der hat auch sehr hohes Fieber auf einmal gekriegt und die Atmung setzt schon von alleine aus. Jetzt müsste versuchen, vielleicht, dass der Körper von alleine drauf kommt. Also es gibt durchaus noch eine Chance, aber die ist klein. Die ist ganz klein. Woher, was ist das mit diesen Keimen? Woher kommen die? Ich weiß es selbst nicht. Mhm. Obwohl Intensivstation ist alles. Mhm. Ach so, das ist da. Die hat er sich da erst geholt. Ja. Ne? Ach so. Mhm. Mhm. Das heißt, er war so angeschlagen und ist dann noch, hat dann... Ja, er hat auch vorgestern, war ich auch da, da hat er reagiert, hat er mir die Hand gedrückt, alles. Mhm. Hat auch seinen Arm gehoben, hat meine Hand nicht mehr losgelassen. Mhm. Und dann gestern die schreckliche Nachricht, Domian, ich bin fertig mit den Nerven. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wo man ja, man ist ja vollkommen hilflos, man kann nichts machen, man kann beten, man kann hoffen, dass die kleine Chance, die da ist, dass man die bekommt. Ja. Aber ansonsten kann man nichts tun. Nee, ich hab erwachsene Kinder, meine beiden Töchter, die stehen mir bei. Mhm. Die eine wohnt bei mir in der Nähe, die andere wohnt weiter weg. Mhm. Und ich habe auch schon zwei Enkel. Und ich habe schon gesagt, wenn mein Mann was passiert, bringe ich mich um. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich liebe ja auch meine Enkelkinder über alles. Ja, natürlich. Und du hast Verantwortung auch für deine Kinder. Und ja, ich weiß. Aber es gehen einem sicher tausend Sachen durch den Kopf, dass man denkt, warum nur so kurz? Warum nur 16 stimmt. Monate? Und wir hätten dann auch so viele Sachen erleben können. Wir wollten ja auch vieles erleben. Und das war ja... Das Schönste war ja, er hat mich eigentlich mit der Hochzeit damals überrascht. Er hat ja heimlich das Aufgebot alles bestellt hinter meinem Rücken. Ist er denn so vom Typ her eigentlich ein willensstarker Mann? Eigentlich schon, der war immer willensstark. Ja. Hat er sonst denn vom Körper eine ganz gute Konstitution? Ist er, ist nicht dick und hat Sport getrieben ein bisschen? Er hat viel gearbeitet. Ja, also sind eigentlich so die Voraussetzungen, wenn du sagst, vom Kopf her ist er auch ein Kämpfer, eher? Ja, aber weil das Hirn hat durch den Sauerstoffmangel hat das einen leichten Schaden. Mhm. Den man aber noch gar nicht so richtig genau sagen kann. Und, nee. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich möchte es genau der Zustand über das Hirn sagen. Ja, wir ziehen morgen Neurologen dazu, wir ziehen dann Hirnspezialisten. Man kriegt überhaupt keine richtige Auskunft im Krankenhaus. Das ist dann ja auch noch immer ganz schlimm, wenn man so ein Leid hat und man hat das Gefühl, man wird gar nicht richtig ernst genommen von den Ärzten. Ja. Ne? Oder die haben auch so viel zu tun und die beantworten einem die Fragen nicht richtig oder die beantworten einem die Fragen, man versteht die Hälfte nicht und so weiter. Ne? Schlimme Zeit, kann ich gut verstehen und tut mir sehr, 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 sehr leid für euch und für dich, Ingrid. Ich habe das gerade so gefragt, was ist er so für ein Typ? Weil man sagt ja immer, dass Leute, die im Leben irgendwie so kraftvoll sind, dass die in solchen Situationen, wenn sie im Koma liegen, auch irgendwie, wie auch immer, Kämpfer sind und leben wollen und sich irgendwie dann doch noch durchringen. Ich habe seit Dienstag war das oder Mittwoch, habe ich das Gefühl gehabt, das ist bergauf. Mhm. Nicht Dienstag war es, habe ich gedacht, das geht bergauf. Mhm. Da hat er meine Hand gedrückt und... Da habe ich mich über am Montag war es, habe ich mich über sein Bett gebeugt, habe gesagt, Schatz, denk dran, ich liebe dich. Da kamen ihm die Tränen. Ach, dann hat er das wirklich verstanden. Ja. Ja. Und dann gestern gar keine Reaktion mehr, wo ich an seinem Bett gesessen habe. Und das tut mir innerlich so weh. Auch wenn er keine Reaktion zeigt, glaube ich ja immer, dass die Menschen, die im Koma liegen, das vielleicht doch irgendwie merken, wenn ein liebender Mensch da ist, wenn sie gestreichelt werden, wenn sie angefasst werden.
Es ist natürlich zu erklären, weil es ihm jetzt schlechter geht, dass er keine Reaktion gezeigt hat. Aber vielleicht hat er es doch gemerkt. Ja. Weißt du, ich bin hundertprozentig sicher, Ingrid, dass Tausende und Abertausende von Menschen, die uns jetzt zuhören, jetzt dir und euch und ihm die Daumen drücken und von Herzen wünschen, dass er es schafft, dass er über den Berg kommt. Ich wünsche auch meine Kinder, wie gesagt, sind zwar seine Stiefkinder, aber die lieben ihn über alles. Mhm. Meine Enkel, die lieben ihn über alles. Mhm. Meine große Enkelin sagte immer, ich war letztens mal da, da sagt sie, Oma, sei doch nicht traurig, denk dran, ich pass auf dich auf. Mhm. Und die ist 5 Jahre, die Kleine. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute. Und wir beamen ihm jetzt mal ganz viel Kraft ins Krankenhaus. Ja. Dass er schafft und dass er über den Berg kommt. Ich würde es euch von Herzen wirklich gönnen und wünschen, Ingrid. Ich meine, es war meine erste große Liebe. Ja. Und ja, dann so ein Schock. Du gehst morgen früh wieder hin? Ich gehe heute noch früh wieder hin, ab 10 Uhr. Ja. Alles Gute wünschen wir. Das hat mal gut getan, mit einer außenstehenden Person darüber zu reden. Ja, ja. Weil immer nur mit der Tochter telefonieren und das bringt ja auch nichts. Also, ich finde, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer. Ja, das, das stimmt. Das ist auch ein sehr schlauer, wenn auch ein abgedroschener, aber ein richtig schlauer Spruch. Mhm. Und wenn man noch den kleinsten Fitzel Hoffnung hat, dann soll man den sehen und nicht das andere. Ich habe immer die Hoffnung, dass es überlebt. Und die Ärzte sagten immer, ich bräuchte mir keine Hoffnung machen. Mhm. Aber die wollen mir ja auch schon die letzte Hoffnung. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung, das so zu sagen. Wir wünschen alles Liebe. Danke, Domian. Auf Wiederhören, Ingrid. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Die Marion ist hier. Die Marion ist 39. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Marion. Weswegen hast du angerufen? Vor etwas über einem Jahr ist mein Kind gestorben bei einem Unfall. Und mein Mann hat das ganze Jahr damit zugebracht, mir die Schulter dran zu geben. Und im Januar konnte ich das alles nicht mehr ertragen und bin ausgezogen. Hm. Und unsere große Tochter ist bei ihm geblieben, weil er ja immer erzählt hat, ich bin schuld, ich habe nicht auf den Jungen aufgepasst. Was ist da genau passiert? Der ist unter Gipsplatten erstickt. Unter Gipsplatten erstickt? Ja, so Risopalplatten, diese, die man zum Isolieren wie nimmt. Oder also. Ja, wie alt war der, ist der Sohn geworden? 8. 8 Jahre. Mhm. Aber was genau ist geschehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Er hat eine Platte, die stand im Treppenhaus, gegen die Wand gelehnt. Also bei euch im Haus, oder? Im Haus, im Altbau. Wir haben renoviert. Mhm. Und dann hat er eine gegen sich gestellt. Und dann ist ein Freund hochgekommen zu mir und hat gesagt, der spielt Herkules. Und ich habe von oben nur runtergerufen. Egal, was du da machst, lass die Scheiße bleiben. Mhm. Ja, hab fertig Kartoffeln geschält, mich mit Kai unterhalten, mit dem Freund. Und jetzt muss ich mal fragen, er hat sich dagegen gestemmt, gegen die Platte? Nein, er hat eine genommen und die so gegen sich gelehnt. Ja. Dann sind die anderen umgefallen und haben ihn zwischen Treppengeländer und Platten ist er erstickt. Ich kann mir das gar nicht recht vorstellen, dass man da erstickt. Ich kann mir vorstellen, dass man da schwer verletzt ist, aber dass sich das... Nein, die Platte, also die haben ihm sein Genick war quasi im Treppengeländer und die Platten waren am Hals. Ach so. Auf der einen Platte war das Hälschen richtig, konnte man sehen, wo es rausgebrochen ist. Also du warst oben dann noch mit seinem Freund, du hast die Kartoffel geschält und wie ging das dann weiter? Hast du irgendwas, ein Geräusch gehört oder wie? Nein, ich war fertig und bin runtergegangen und habe ihn dann im Treppenhaus gefunden. Hab die Platten hoch und haben ihn runtergetragen und geschrien. Und ihr hattet nichts gehört? Kein Rumpeln, kein Schreien, gar nichts? Überhaupt nichts. Wir haben nichts gehört. Du bist runtergekommen und hast deinen toten Sohn gefunden quasi. Ja. Ja, ich habe versucht, beatmet und Herzmassage und nichts. Jetzt wirft dein Mann dir vor, dass du schuld bist an dem Tod des Sohnes. Bin ich ja auch. Warum? Ich hätte gucken gehen müssen. Das verfolgt mich Tag und Nacht. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Ich denke immer nur, wenn ich runtergegangen wäre, dann... Also,
Der Vorwurf deines Mannes, meinst du, ist sogar zutreffend? Ja. Hm. Hast du denn die Möglichkeit auch schon mal in Erwägung gezogen, dass es wirklich ein schweres Unglück, eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen war? Ja, aber wenn ich gucken gegangen wäre, wäre es ja nicht passiert. Mhm. Dann gab es einen Grund, gucken zu gehen? Das war ein 8-jähriger Junge, der spielt da unten rum. Na gut, ja, er macht da was. Gab es eigentlich wirklich einen Grund, runterzugehen? Nein, eigentlich nicht. Er spielte immer Herkules und wie hieß der eine, der immer fliegen konnte? Er hatte so viele Figuren von gehabt, ich weiß nicht mehr. Er spielte ständig Herkules und Tarzan und. Und aufgrund dessen, was da in diesem Hausflur war, diese Platten, die da irgendwie gestapelt waren, gab es so von deiner Überlegung her damals ja auch keinen Grund, dass da was passieren könnte? Nein. Hm. Das frage ich so ausführlich mal, weil ich das wichtig finde. Weißt du, schuld wäre man, wenn man vorher gewusst hätte, da ist eine Gefahr, aber ich gehe mal darüber hinweg. Du hast jetzt zweimal wie aus vollstem Herzen geantwortet, nein, da bestand gar kein Grund, gar keine Sorge. Hat irgendjemand dir in deinem Umfeld, hat jemand schon mal dagegen gesprochen und hat gesagt, hör mal, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber du bist daran nicht schuld? Natürlich alle, außer mein Mann. Die haben alle, meine Tante hat vor mir gesessen mit so einer ganz kleinen, ganz weit runtergebrannten Kerze. Mhm. Und hat gesagt, guck, das ist das Leben. Wenn die Kerze runtergebrannt ist, geht's aus. Mhm. Und so ist das Leben. Es ist vorbestimmt. Wenn wir geboren werden, wann wir auch wieder gehen. Mhm. Aber ich habe ständig die Worte von meinem Mann im Ohr. Nämlich? Du hast nicht aufgepasst. Du hättest gucken gehen müssen. Mhm. Weißt du, Marion, vielleicht reagiert ein Mensch, ein Vater, im ersten Moment mit dieser schweren Ungerechtigkeit, weil er mit dem schweren Unglück nicht zurechtkommt. Aber ich finde, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, wenn er das nach einem Jahr noch gemacht hat und wenn er dem anderen Kind das auch einredet, finde ich das ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und meine Sympathien sind voll auf deiner Seite. Und meine Gefühle sind auf deiner Seite. Ich höre ja, jeder hört es, wie entsetzt und geschockt und verzweifelt du bist, dass das passiert ist. Und jeder wäre das. Aber dann einem solchen Menschen auch noch einzureden, dass er schuld ist, finde ich ganz schlimm. Meine Kinder doch geliebt. Ja, da diskutieren wir doch. Das glaube ich dir doch auch. Ich glaube es auch. Und wenn man einen 8-jährigen Jungen hat, der macht dieses, macht jenes, da kann man ja auch nicht ständig hinterherlaufen und gucken, Mensch. Bei ihm ja sowieso nicht. Er hat ja viel Mist gemacht. So. Und wenn überhaupt gar kein Fahr im Verzug war, dass du schon so ein bisschen die Alarmglocken anhattest, oder könnte irgendwas sein, wenn da überhaupt nichts war, warum solltest du denn dann runtergegangen sein? Natürlich kann man hinterher sagen, ja, ich hätte runtergehen sollen. Wenn ein Autounfall passiert ist, könnte man auch im Nachhinein sagen, na, ich wäre mal lieber nicht dahin hergefahren. Aber das ist müßig, so zu denken. Du trägst daran keine Schuld. Du trägst definitiv, Marion, daran keine Schuld. Definitiv nicht. Es ist ein unfassbares Unglück, aber du hast keine Schuld. Das Wort Schuld ist völlig unangemessen. Und ich finde das Verhalten von deinem Mann katastrophal mies, muss ich sagen. Ja. Es ist schon, das Unglück, was über eure Familie gekommen ist, ist schon wirklich groß genug. Und er hat sie jetzt gänzlich zerstört, die Familie, indem du gegangen bist. Ja, er hat doch schon eine neue in unserem Haus gekommen. Mhm. Ich bin im Januar ausgezogen und im März ist da schon eine Frau eingezogen. Hast du Kontakt zu der Tochter? Nein. Auch nicht? Nein. Die will mich ja nicht sehen. Wie alt ist die? Du hast es gerade schon gesagt. 8 Jahre? Nee, sie ist 15. 15? Die Junge war 8. Ach so, war's. Mhm. Sie ist 15. Mhm. Sie will mich ja nicht sehen. Mhm. Sie hat meiner Freundin gesagt, dass der Papa gesagt hat, wenn sie bei mir bleibt, muss sie auch sterben. Das hat der Papa gesagt? Das hat der Papa gesagt? Das hat er ihr gesagt. Was das muss er ihr so mit weiß ich nicht eingeredet haben. Was für eine unglaubliche Schweinerei.
Was für eine Schweinerei zum Kotzen. Ich sag's dir wirklich. Das finde ich ganz, ganz empörend, dass ein Vater so etwas sagt. Sie telefoniert noch nicht mal mit mir. Der Mann hat wirklich jetzt schon Schuld auf sich geladen, sage ich dir. Aber ganz große Schuld, indem er so etwas macht. Wie war denn euer Verhältnis, eure Ehe vorher, bevor das alles passiert ist? Ja, eigentlich hätte ich da schon gehen sollen. Er hat mich geschlagen. Ja. Und es war vorher schon, weiß ich nicht. Und jetzt hat er dir deine Tochter genommen. Erstmal. Irgendwann, wenn die Tochter älter ist, wird man hoffentlich miteinander reden können. Aber im Moment hat er sie dir auch genommen. Ja. Und du stehst ganz allein da. Ja. Kannst du überhaupt arbeiten oder irgendwie einen Alltag leben? Ich kann im Moment nicht wirklich arbeiten. Ich gehe ein paar Tage, nebenbei mit einer Freundin auf dem Markt was verkaufen. Und falls mich ablenkt aber... Marion, ich finde, dass du ganz, ganz dringend und wichtig und schnell eine professionelle Hilfe an deine Seite brauchst. Einen Psychologen, aber wirklich. Das habe ich versucht. Und der hat mich dann in so eine Gruppe geschickt. Verweis der Eltern hieß das, glaube ich. Ja. Aber das, was die anderen Eltern da erzählt haben, da konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Und noch weniger essen. Ja, dann ist es nicht dein Weg. Diese Gruppe ist, das ist eigentlich eine sehr gute Einrichtung. Ich habe gute Sachen davon gehört, aber es ist nicht für jeden bestimmt. Ich glaube, in deinem Fall, es ist ja nicht nur ein Anführungszeichen, dass du den Verlust deines Kindes beklagst und dass du deshalb Schmerzen hast, sondern es kommt ja auch noch hinzu, diese massive Schuldzuweisung, dass du zertreten wirst von deinem eigenen Mann. Ich finde, dass du individuell in eine Hand musst zu einem Psychologen, ohne Gruppe, ohne andere Leute. Ich möchte dir anbieten, dass wir dir ein bisschen behilflich sind dabei, das zu machen und das einzufädeln. Ich glaube, es ist für deine Seele, für deine Psyche, für dein Wohlbefinden unumgänglich, das zu tun. Sonst gehst du kaputt daran. Ja, es tut alles weh. Es tut dir sogar manchmal schon körperlich weh. Ja, das glaube ich. Nicht nur innen drin. Das glaube ich. Das kann man ja gar nicht aushalten, sowas. Das ist ja. Und wenn man selbst dann noch glaubt, ich bin schuld, dann ist ja alles Vorstellbare erreicht an Schlimm und Trauer. Ja, und diese Träume, wenn ich mal schlafe, das ist so eine Stunde, höchstens zwei, dann träume ich, dann sehe ich das alles wieder. Und ja, klar. Ja, du hast die Bilder ja auch vor dir, wie du ihn gefunden hast und was dann geschehen ist. Ja, ständig. So, Marion, du legst bitte jetzt auf. Ja. Und dann wirst du zurückgerufen von Heide, das ist meine Psychologin. Und dann wird alles Weitere besprochen. Alles klar. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und von Herzen alles Liebe. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Sarah. Sarah ist 20. Hallo Domian. Hallo Sarah. Hallo. Ja, erstmal wollte ich sagen, jetzt nicht zu mir, sondern die jetzt vorher angerufen hat, dass mir das wirklich total leid tut. Mir also, auch sehr. Das ist so gemein ich von dem Mann. Ja, das ist unglaublich, was der Mann da jetzt gerade so gesagt hat und was er erzählt hat. Also, weil das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen, dass ich das zu einer Person sage, die gerade ihr Kind verloren hat. Ganz schön, ganz schön. Also ich finde das unmöglich. Und der Tochter zu sagen, wenn du hier zu deiner Mutter gehst, dann stirbst du auch. Wieso zu verängstigen? Ganz schön. Ich meine, da kann man die Tochter dann irgendwie auch verstehen, weil die hat ja keine eigene Meinung in dem Alter noch nicht so ausgeprägt und dann noch so verängstigen. Also ich finde das echt ganz schlimm. Ja. Und eine richtige Schweinerei. Boah. So, liebe Sarah. Ja. Du hast angerufen wegen eines anderen Themas, deines Themas. Was ist dein Thema? Genau, und zwar mein Problem ist meine Ausbildung und also, dass ich keine habe. Ich bin auf der Suche schon seit einem Jahr und ungefähr zwei Monaten. Was möchtest du denn gerne lernen? Du, das ist das Problem, das weiß ich eben nicht. Ich habe schon so viele Praktika gemacht und ich war in so vielen Firmen und
keine Ahnung. Und ich hatte das schon mein ganzes Leben lang, dass ich noch nie irgendwie so einen Beruf vor Augen hatte, den ich wirklich mal machen möchte. Also kein Traum, auch wenn er jetzt erstmal gar nicht realistisch wäre. Kein Traum. Ja, Träume, ja, aber Träume sind ja Schäume auch, ne? Sag mal so einen Traum. Schäm dich nicht, sag mal. Ja, mein Traum wäre halt, nach Berlin zu gehen und pathologische Assistentin zu machen. Na, das ja, war so, du lachst, das nee. Schon, boah, so viele haben das schon gemacht, ne? Aber wie? So viele haben dann gelacht, oder was? Ja, die waren ganz erstaunt. Nein, und wie ich kannst lach. Du denn sowas machen? Nein, ich lache deshalb, weil das so skurril ist. Ich möchte nach Berlin gehen und in Berlin pathologische Assistentin sein. Ja. Also, da sind ja zwei Sachen. Einmal scheinst du eine Freundin der Stadt Berlin zu sein. Ja, auf jeden Fall. Kann ich gut verstehen, sind wir einer Meinung. Und pathologische Assistentin, was ist denn das? Was macht man da? Da ist man die Assistentin eines Pathologen, der halt Leichen seziert. Und da stehst du drauf? Also, ja, was heißt stehen? Das hört sich jetzt so makaber an. Aber ich finde das eigentlich sehr interessant. Ist das denn ein Ausbildungsberuf, ein Lehrberuf? Das ist seit 2 Jahren ein Ausbildungsberuf. Ach. Und was interessiert aber der dich? Ist als auch der Kurs, also der da zustande kommt, der ist aber auch noch nicht so weit. Der kam bis jetzt nie zustande, wurde zwar vorgestellt im Berufsinformationszentrum und da haben die ja auch überall Mappen für Berufe. Ja. Und da war das einfach nur so ein Wischblatt, wo drauf steht, was man braucht, ja. Was die Qualifikationen sind dafür. Und hast du dich da beworben für? Ich habe mich da mal beworben, aber ich war dann noch zu jung, weil Mindestalter ist 18. Ach so. Ja, also du hättest jetzt durchaus Chancen, das machen zu können. Ja, ich müsste erst vorher eine berufliche Ausbildung machen. Ach so ist das. Und dann könnte ich da hin. Aber warum noch, muss ich mal fragen, warum so ein Interesse am Sezieren von Leichen in deinem zarten Alter von 20 Jahren? Ja, das kam dadurch, dass ich das erste Mal mit 17 Praktikum beim Bestatter gemacht habe. Ach. Ja. Also hast du irgendwie so eine Interessenslage für Tod oder für das Umfeld des Todes, sagen wir so. Ja, das fing so an, ich glaube, dass das da anfing, wo meine Uroma gestorben ist, weil ich da so ein Verhältnis hatte, aber das gehört auch gar nicht dazu, da möchte ich auch ungern drüber reden. Ja, ja. Du hast gesagt, ich habe ein Praktikum beim Bestatter gemacht, ist ja auch schon ungewöhnlich mit 17. Das ist ja auch, wie ich jetzt glaube ich irgendwo mal gelesen habe, auch ein Ausbildungsberuf mittlerweile, ne? Ja, ist ein Ausbildungsberuf. Wie wäre es denn dann damit? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so meine Richtung. Doch nicht, also das hat dir dann doch nicht so Spaß gemacht. Nee. Aber ja, Spaß schon, aber da sitzt man mehr, also ich habe da mehr im Büro gesessen. Ich meine, typisch Praktikant, du machst da dann mehr Mist als irgendwas anderes. Aber pathologische Assistentin klingt ja auch so medizinisch, ne? Da wäre doch vielleicht ein ganz schlauer Plan, wenn du erst einen medizinischen Beruf lernst, Krankenschwester, medizinisch-technische Assistentin oder was es da alles so gibt. Und dann weitermachst, in den Bereich reingehst. Ja. Hallo, hier ist die Berufsberatung Domian. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber... Weißt du, wenn man so eine klare Vorstellung hat, wie du gerade gesagt hast, ich will nach Berlin gehen... Ja, so klar ist sie doch gar nicht. Ja, doch, das finde ich schon. Ich kenne genügend Leute kennengelernt, die gesagt haben, ach, ich weiß es nicht, mal vielleicht das. Aber das kam gerade, wie aus der Pistole geschossen. Da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man das nicht irgendwie will. Ja, das ist schon so lange, aber das hat halt so mit 18, also mit 17, 18 so angefangen, wo ich mich wirklich damit befasst habe. Ja. Und dann habe ich auch nachgeforscht, ich hatte Bücher ohne Ende. Und dann, ich meine, da musst du dich ja auch damit auseinandersetzen, dass halt auch Babys da sind, die auch tot sind. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich nicht mit klarkommen würde. Also weiß ich nicht, ich habe es ja noch nicht gemacht. So, jetzt sagst du erstmal eine Erwiderung auf meinen Tipp, Krankenschwester zu werden. Naja, meine Freundin ist Krankenschwester. Und ist das nicht? Und was ich da nicht? So mitkriege, so... Hölle, also die ist so offen für Menschen, die kann so super mit älteren Leuten umgehen. Was hast du für eine Ausbildung? Für einen Schulabschluss? Mittlere Reife mit Qualifikation. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Vor einem Jahr habe ich dann Fachabitur angefangen, habe dann aufgehört, weil mir das dann doch nicht so lag. Ich habe es auch eine ganze Zeit bereut. Und ja, teilweise immer noch, aber nicht mehr so sehr. Jetzt ist die Sendung gleich. Die Sendung ist gleich vorbei. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen, Sarah, du musst ja ein Ding fest vornehmen und dich da auch reinbeißen. Dann erreichst du auch deinen Wunsch und deinen Traum, was du da vor Augen hast. Jetzt muss ich leider Schluss machen, aber ich biete an, wir rufen gleich nochmal an. Okay? Ja, gut. Okay, tschüss. Klar, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen, bis morgen. Tschüss, gute Nacht. Es ist 2 Uhr. Heute ist Freitag, der 23. April. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Die Themen, möglicherweise